lassen. Also ganz kurz nur, hier haben wir jemanden, kommen Sie doch kurz zu mir. Der ist ein Mann der ersten Stunde. 1993 ist das Party Symphony Orchestra gegründet worden und er ist also seit 14 Jahren dabei und er heißt auch noch Siegfried Streicher. Ist das ein Kunstname? Der ist echt, das ist ein original süddeutscher Name. Den finden Sie also so ab Frankfurt aufwärts eigentlich gar nicht im Telefonbuch. Das geht so von Süddeutschland, Bodensee bis Österreich. Da sind nur die Streichers. Und Sie haben welches Instrument als Ihr Instrument im Party Symphony Orchestra? Ja, die Trompete, die Gitarre. Und Ihre Frau? Meine Frau ist kein Instrument, aber meine Frau Filmkerl. Und die spielt in der Tat die Violine, die Frau Streicher. Das gefällt mir. So, wenn Sie diesen Ball hier allein vom Ambiente sehen und wenn Sie das Publikum hier vom Niveau her sehen, Sie erleben ja wahnsinnig viele Bälle. Was ist das so vom Ranking her? Wo ist das so einzuordnen? Ich muss sagen, wir sind in der Alpenoper groß und bekannt geworden. Das prägt ein. Also unsere größten ersten Erfolge haben wir je gefeiert und es ist nach wie vor mein liebstes Opernhaus. Meiner wäre jetzt den Ball hier. Der Ball ist natürlich dementsprechend auch einer der besten, die ich überhaupt kenne. Ja? Das wollte ich jetzt hören. Und ich möchte gerne wissen, was Sie für eine Musik machen heute Abend, weil Sie wissen, die sind hier echt tanzwütig. Die warten schon drauf. Schaffen mit dem Hufen, essen jetzt noch Hauptspeise und Dessert und dann geht's los. Was gibt's für Musik? Im Prinzip gibt es alles das, was Sie sich wünschen. Je mehr sich trauen, einen Wunsch zu äußern, umso mehr können wir Ihnen entgegenkommen. Wir haben Standard-Latein, die ganze Palette dabei, aber auch Partymusik, bis die Heide brennt, wie wir gerade mal sagen. Und Sie dürfen sich immer wünschen. Auf Zuruf erfüllen wir alle Ihre Wünsche. Herr Streicher, willkommen, einigen Besuch heute. Erstmal vielen herzlichen Dank und ich komme jetzt zu Ihnen hier runter. Danke an das Party.